Wenn es hier drin Ersatzteile gegeben hätte, hätte ich die mir wahrscheinlich schon beim letzten Mal gekrallt und inzwischen verkauft, oder? Ich kann nochmal reingucken. Vielleicht habe ich ja irgendwo was übersehen. Ich dachte, das ist ein Shisha, aber das ist eine Munitionskiste. Das ist ein Mikroskop. Geschützturm, bla bla bla. Damit habe ich die schon ausgeschaltet gehabt. Könnt's ja wieder anmachen, hihi. So, dann ging es hier irgendwie runter, nicht wahr? Ah, ein Tresor. Den ich nicht aufmachen kann. Impulsgranaten. Ach, das waren die, die gegen Elektro gut waren. Plasmagranaten waren einfach nur ziemlich fett, oder? Kann ich dich mitnehmen? Nee. Den Tresor anders knacken kann ich, glaube ich, auch nicht. Der Werkzeugkasten ist leer. Da liegt eine Brille, weil ja bekanntlich alle Wissenschaftler Brillen benutzen. Den Hocker kann ich nicht hochheben. Warum kann ich das Ding da nicht knacken? Was habe ich denn für eine Dietrich-Fähigkeit? Stadt. Fertigkeit Dietrich 40. Ah, wunderbar. Dann lesen wir doch mal einen Comic. Da ist der Comic natürlich. Namentlich der moderne Arzt. Ey, komm da runter. Ja. Dietrich und du. Nom nom nom. So. Geh auf. Nein, 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 nein. Fast. Fast. Nein. Wunderbar. Und da drin ist jede Menge Zeug. Aber nichts, das mich weiterbringt. Also nicht direkt. So, wo könnte ich denn hier sonst Ersatzteile finden? Draußen vielleicht? Kleines verbranntes Buch. Schreibtisch. Sind noch Korken drin. Hm. Nee, hier gibt's auch nichts. Gott, mir. Ich muss schon wieder gehen, obwohl ich nicht müde bin. Aber beim Let's Playen irgendwie tut mir dann irgendwann der Hals so weh. Also der kratzt so komisch. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Er kratzt nicht, er tut nicht weh. Das ist so ein Druck eher und dann muss ich immer gehen, obwohl ich nicht müde bin. Das kommt, glaube ich, vom die ganze Zeit Dauerlabern. Blechdose. Stange Zigaretten. Ist ja viel wert, aber so viel Geld habe ich gerade nicht. So, da unten im Müllcontainer ist vielleicht noch was. Ah, der ist kaputt, stimmt ja. Müllcontainer, nee. Ein Robohirn. Verbrannte Bücher. Warum sind die Bücher eigentlich alle verbrannt? Ach so, ja. Atombombe und so. Ergibt Sinn. Kümmert die Maschine gar nicht. Oh, die hat hier dann wieder so Ladeprobleme. Das macht die Waffe natürlich nicht so doll. Naja, selbst ist der Mann. Ein Werkzeugkasten mit nichts drin. Die Lackierpistole, ich weiß, da kann man was draus bauen, aber ich bin ja nicht so der Bau- und Koch-Fan. Ich klaue mir mein Zeug lieber. Oder kaufe es. Dass ich wenigstens gescheites Zeug zu klauen gebe. Klirr, aber noch heile. Mhm. So, komme ich hier wieder raus? Nee, doch. Was bewegt sich hier zur Hölle? Heil mich, du Ding. Nein, okay. Oh, ja, da war ja was. Aber wo ging's denn nochmal durch? Ach, hier drin gibt's wahrscheinlich eh keine Ersatzteile. Was mache ich mir eigentlich vor? Die sind wahrscheinlich irgendwo draußen und ich bin nur zu faul, sie zu suchen. So. Hi, Professor. Ich kann ja zumindest mal noch hier fertig durchgehen. Hier gibt's nichts. Nichts, nichts, nichts. Ich meine, wieso sollte ich hier drinnen auch Ersatzteile für Solarpanels finden, wenn sich draußen Solarpanels befinden? Ah, jetzt hätte ich mich beeilen müssen, aber nee. Naja, so. Nein. Nein. Fast. Fast. Nein. Also ungefähr
da, würde ich sagen. Nein. Fast. Knack. Okay. Wäre ich hier lang auch gekommen. Ein Teddy. Okay, hier ist irgendwo auch nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Zentralterminal. Verteidigungssysteme. Ist hochgefahren. Ersttestläufe. Ja, ist egal. Und Archimedes Testlauf. Ne, machen wir jetzt nicht, oder? Ah, es ist wieder nur ein Ding. Kann man das nicht irgendwie ausmachen? Das Quietsche hier. Und warum gibt es hier keine Ersatzteile? In dem Müllcontainer hier vielleicht. Ein Schrauber. Nein. Aber hier war doch dieser Roboter. Vielleicht hilft der mir ja. Möp, möp. Hey du. Nee, den gibt's nicht mehr. Ach, hatte ich den nicht irgendwie kaputt gemacht oder so? So, Vorkriegsbuch. Ha, ich verballere zu viel Schrotflintenmunition, die ist vielleicht auch wieder leer. So, kann man von hier oben vielleicht irgendwo eine kaputte Solarzelle erspähen? Da würde ich jetzt gerne runter. Naja, kaputte Solarzelle. Ne, die sind alle ziemlich heile. Wo kriege ich denn bitte, gottverdammte... Ah, da komme ich ja runter. Wo kriege ich denn jetzt so dämliche Dingsbumse daher? Ja, mach mal an. Komm, ich will nochmal was blitzen sehen. Aber nee. Ich verstehe das nicht. Warum ist es so dunkel? Sieht man ja gar nichts. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder runterlatschen. Mann, 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 Mann. So, rein da. Das hat jetzt irgendwie nicht so gebracht. Keine Ersatzteile. Ich sollte mal wieder abspeichern, nur für den Fall der Fälle. Kühlschrank gibt es wahrscheinlich auch keine Ersatzteile. So, ich sollte mich hier nicht wieder so vollladen. Wie gesagt, den Wodka, den habe ich ja vorhin eh schon. Bin ich eh schon losgeworden. Dann tun wir den so wieder weg. Habe ich gerade Wodka aufgenommen? Muss aber nicht. Ah, Scotch. Kommt der mal weg. Der braucht schon Scotch. Außer mir. So. Tumti-dumti-dum. Raus da. Ach, ich gucke mich jetzt hier nicht um. Das wird schon passen. Hör auf damit. Lass das. Nein, nein. Ich gehe jetzt einfach. Ich will nach Hause. Gibt's auch eh nix. Da vielleicht? Werkzeugkasten? Sensormodul? Kaffeetasse? Nichts. Wo kriege ich dann so scheiß Ersatzteile her? Bei Helios One vielleicht. Ja, das bringt mich nicht weiter. Hier gibt's einfach nix. Ein leeres Stück Schrott, dieses Helios One. Steht doch nirgends innen drin irgendwie so eine halbfertige Solarzelle oder so, an der man sich mal bedienen könnte. Ich bräuchte so einen zweiten PC hier nebendran, um nebenbei einfach mal was im Internet nachschauen zu können. Oh Gott, das Ding freakt mich jetzt mal wieder aus. Kann ja nicht umfallen, wenn der stirbt.
Scheiß Roboter. Naja, hier steht auch nicht irgendwo noch so eine kaputte Solarzelle einfach rum. Nee, kaputtes Terminal steht hier rum. Hier vielleicht. Da war ich vorhin schon. Nichts, nichts. Und davon ziemlich viel. Tja, dann würde ich sagen. Einfach einmal zurück. Hier gibt's auch nichts. Nix, nix, nix. Oh, und ratet, was da ist. Nichts. Toll. Raus da. Oh, wenigstens sind die Schusslöcher hier drin geblieben. Vielleicht gibt es innen drin irgendwo Ersatzteile. Oh, wo ging es hier nochmal hoch? Och nee. Da hinten ging es nochmal hoch, gell? Naja, wenigstens kann ich hier drüber. Ich sagte, wenigstens kann ich hier drüber. Danke. Anke. So, so. Jetzt. Für alle, die neu dazugeschaltet haben, ich spiele das Spiel übrigens nicht aus der Third Person, weil das scheiße aussieht. Siehe hier. Hoffe, das reicht als Begründung. Außerdem finde ich das Zielen bei so einem Halbshooter irgendwie leichter. Aus First Person. Hey Mann! Hi! Hey Mann! Andere Länder! Ja, sagst du bereits, aber ich würde viel lieber wissen, wo es hier möglicherweise Ersatzteile für ein konkurrierendes Kraftwerk gäbe. Kochplatte. Was atmet hier so Darth Vader-mäßig? Okay, es ist nicht Darth Vader-mäßig, ich weiß. Das ist nicht mein Bett, in dem werde ich jetzt nicht schlafen. Ich müsste mich mal... Ah, so. Da bin ich gerade lang... Oh, eine Kiste. Wahrscheinlich geht es einfach nur nicht, weil ich das nicht gescheit als Quest hier drin habe. Daten, Aufgaben, junge Herzen, Sommerwüste, Sonnenschein. Ersatz-Solarmodule finden. In beiden Fällen muss ich da hinten raus. Na, vielleicht wird mir etwas angezeigt, wenn ich jetzt nochmal da rein muss und den ganzen Weg durchlatschen. Raus da. Okay. Jetzt wird mir eine ganze Menge an Zeug angezeigt. Das da bewegt sich relativ schnell. Da ist wohl irgendwas. Hoppla. Ah, in dem Zelt da vielleicht. Munitionskiste. Gott. Nee, Goft. Naja, Muni wiegt ja nichts im Non-Hardcore. Ah, da hinten liegt ein kaputtes Ding rum. Die Modulgruppe ausschlachten. Solaranlagenteile hinzugefügt. Ah, und da liegt auch so ein kaputtes Ding rum. Ah, man muss ja nur mal die Quest richtig einblenden. Und ausschlachten. So. Hallo, du Hund. So, ich würde ganz gerne mal den ausgeblendet haben, der so weit weg ist. Da liegt noch eins rum. Weil der führt ja dann zurück zum Kraftwerk, einer der Pfeile. Naja, so. Modulgruppe ausgeschlachtet. Der bewegt sich mal so gar nicht, egal was ich tue. Ah doch, jetzt haut er auch ab. Also ist da doch was. Ah, da liegt da noch eins. Warum habe ich die von oben nicht gesehen? Boah. Geht man extra hoch, nur um da runter zu gucken. Aus keinem anderen Grund und dann sowas. So, der führt wahrscheinlich zurück zur Bay. Warum ist da was Böses? Halt, ich speichere erstmal ab. Was sind denn diese scheiß Hunde respawned? Sieht so aus. Ja, da geht's vermutlich zurück zur Base, oder? Ja,